Jetzt hört es einmal zu, es obergescheit politisch korrekten, wichtig duenden Grünen, bevor ihr euch von euren Langbordauer tritt. Ich meine, das muss man mal zusammenbringen, nicht? Als Oppositionspartei von 12 auf 3,8% runterrutschen und aus dem Parlament fliegen. 30 Jahre Arbeit sein beim Teufel. Das ist genau so, wie wenn ein Bauer seinen Bauernhof schön brav 30 Jahre aufbaut, alles wunderschön herrichtet und dann übergibt er den Hof seinen zusammengesoffenen, verquenten Rotspur und der marschiert innerhalb kürzester Zeit mit der ganzen Hurm in Konkurs. Und jetzt sitzt ihr da im Kaffeehaus bei eurem Club Mate und schimpft auf den Peter Pilz und auf die Medien und auf die Wähler, die euch nicht gewählt haben. Und die dumme Landbevölkerung, die ist sowieso viel zu blöd, um zu verstehen, wie toll ihr seid. Früher, da waren die Grünen noch irgendwie sympathisch. Das waren Revoluzer, zottelige Bergbauern, die Kontrolleure mit der Mistgabel vom Hof verjagt haben, nicht, die mit den zerfetzten dritte Weltklamotten umgelaufen sein, die Visionen gehabt haben. Nicht. Heute die Grünen, die studieren Jus, trinken Sauvignon Blanc im Museumsquartier, lachen über die dumme Unterschicht und verbringen ihren Winterurlaub auf den Malediven. Besinnt euch gescheier eurer eigentlichen Grundwerte, weil ein Ansteckdirchel und ein Single-Speed-Radl haben nichts mit Grün zu tun. Pfiat euch!